Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Wir sind immer noch in Serbien und fahren hier diesen wunderschönen 520 PS starken Mercedes Actros. Ein wunderschönes Fahrzeug in weiß gehalten. V8, sehr gut. Haben wir auch unsere Ruhe. Und wir transportieren ein bisschen Gas, so viel ich weiß, LPG war das, glaube ich. Genau, richtig, 23 Tonnen nach Kragujevac. 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 Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Aber wir transportieren es auf jeden Fall. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, loslegen. Und ja, so, jetzt nochmal kurz schauen. Das Lenkrad hat wieder leichte... Ah, ich verstehe es nicht. Hier, das, so ist gerade bei mir. Naja, das bisschen, das werde ich jetzt nicht mich drum kümmern. Das ist ja auch totaler Blödsinn. So, auf geht's. Ah! Wenn man nicht die Spiegel nutzt, ne? Dann fährt man irgendwann irgendwo gegen. Ja, gestartet wird in Nice. Natürlich an der Shell-Tankstelle oder an der Produktion von Shell. Und von hier aus fahren wir jetzt ganz gemütlich los. Die 139 Kilometer ist nicht weit, könnte aber schön werden. Wir haben sonniges Wetter. Es steht uns eigentlich nichts im Wege, dass etwas passieren kann. Von daher denke ich mal, ist alles gut. Ich habe meine Fassbrause und die Fahrt kann eigentlich nur gut werden. Vielen lieben Dank übrigens an jeden Einzelnen, der ein positives Kommentar da gelassen hat. Oder negatives, glaube ich, gab es keins. Ja, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Freut mich, dass euch ETS 2 immer noch so gut gefällt. Mir auch. Mir macht es immer noch Spaß. Dankeschön an jedes einzelne Kommentar, wie gesagt. Danke an jeden Einzelnen, der einen Daumen hoch da lässt, dass der Content einen gefällt. So, genug gelabert. Hoffen wir, dass die KI heute mal freundlich zu uns ist. Ich glaube, letzte oder vorletzte Folge haben wir schön einen gebraten bekommen von der KI. Schön in die Seite reingefahren worden. Aber ich glaube, den Schaden mussten wir nicht zahlen. Das ist auch der einzige Vorteil daran. Aber war trotzdem blöd, ne? Fand ich jetzt nicht so cool. Wo kommt der LKW da vorne her? Vor allem, wie schnell er da fährt. Was ist denn das für eine Nebenstraße, wo er locker 80 fährt? 60, 70, keine Ahnung. Schon gruselig. Kommt wahrscheinlich jetzt hier aus der Nebenstraße rausgeschossen. Und uns in die Seite rein. Nein. Okay. Haben wir Glück gehabt. So, das geht hier automatisch. Man muss nur langsam durchfahren. Das finde ich gut. Wir können leider überhaupt gar keine Schilder hier lesen. Das ist ein strategischer Nachteil, würde ich behaupten. Aber damit müssen wir klarkommen. Wir wissen ja, wo wir hinwollen und unser Navigationsgerät weiß das hoffentlich auch. Weil sonst... ja, wird es nicht so schön. Meistens hat man ja noch Glück, dass man irgendwo Umwege fahren kann zum Ziel. In neuen DLCs ist das meistens nicht der Fall, weil dort das Streckennetz einfach viel zu schwach ausgebaut ist. Dankeschön übrigens für die Information, was diese halbrunden Punkte hier unten bedeuten. Es geht sich um Nebel. Finde ich gut. Vielen lieben Dank. So, 90 dürfen wir fahren. Der V8 leistet jetzt erstmal das, was er kann. Und bringt uns sicher zu den 90 km/h. Viel Luft ist bei ihm aber auch nicht mehr. Jetzt mal Butter bei der Fische, Leute. Was ist denn das für ein Wetter da draußen? Also, wir haben heute 2 Grad. 2 fucking... nein, Plusgrad. Ich wollte gerade Minusgrad sagen, so weit sind wir noch nicht. In der Eifel schneit es wieder. Ich meine, hey, wir leben...
in Deutschland. Ja, das, der April macht, was er will. Wir können die Sprichwörter ja uns denken. Aber jetzt sind wir mal ehrlich. 25 Grad letzte Woche Samstag. 20 Grad letzte Woche Sonntag. Wie die Faust aufs Auge geschlagen, kriegt man eine gescheuert und denkt sich so, what the fuck ist jetzt los? Und vor allem steht auf der Uhr 2 Grad, 4 Grad morgens, abends Frost möglich. Was für Frost? Mann, lass doch die 20 Grad durchgehend. Das wäre herrlich. Die Tiere fühlen sich verarscht. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Tier. Irgendeins. Eine Biene. Wachst auf, 25 Grad, denkst, geil. Hier ist Pollen sammeln. Mega guter Job heute. Easy going. Kein Regen gemeldet. Nice. Du fliegst los. Sammelst. Sammelst wie ein Bescheuerter, bringst alles zurück, gehst abends schlafen. Wachst morgens auf und vorne steht die Wächterbiene und sagt, nee, bist du doof, du kannst doch heute nicht rausfliegen. Dann sagst du, warum? Gestern war es schon 25 Grad, heute bestimmt 26. Sagt er, nein, heute 2. Die Tierwelt, die fühlt sich doch gnadenlos von uns verarscht. Kann mir doch keiner sagen, unsere Katzen haben kalt. Oh, was ist hier los? Es staut. Warum staut es denn? Ich will nicht, dass es staut. Stau ist hinderlich an unserer wunderschönen Arbeit, die wir tätigen. Naja, fahren wir mit dem Stau. Ist ja zäh fließender Verkehr. Ist wieder, weil einer eine andere Meinung hat als der andere, fahren wir so langsam. Ich bin auf die Mautpreise gespannt. Mal durchlatschen hier, so. Genug Gas gegeben. Ein Kollege von der UPS vor uns. Ich weiß nicht, welchen Lieferservice findet ihr am schlimmsten? Ich bin der Meinung, nichts Schlimmeres als UPS zu kennen. Hermes kommt, Amazon. Amazon kommt nah dran. Wirklich. Amazon kommt ganz, ganz nah an das Schiff. 39 Euro. Das ist vollkommen okay. Also Amazon ist auch manchmal schlimm. Die haben letztens bei uns geklingelt. Bin extra aufgestanden, habe die Tür aufgedrückt. Wollte gerade meine Wohnungstüre öffnen. Und habe dann nur den Briefkasten gehört, wie mein Paket da reingeprügelt wurde. Weil er ja dann im Haus war. Und die Tür zufallen hören. Da habe ich auch gedacht, so, was ist das? Und DPD oder UPS? Beide. Ja, kommen nie hier an. Die kennen diese Straße anscheinend nicht. Die fahren entweder straight vorbei oder bringen es einfach in den nächsten Paketshop, weil wir nicht da waren oder so. Die denken auch, wir sind blöd. Wirklich. Achso, ich möchte übrigens die Folgenlänge so gestalten, dass immer eine Fahrt eine Folge ist. Heißt natürlich auch, wenn wir mal eine lange Folge haben oder eine lange Strecke, dass wir auch eine schön lange Folge haben. Ne? Also könnte sein, dass die hier nach 10 Minuten vorbei ist, die nächste aber 30 Minuten dauert. Oh, naja. So, da vorne ist jetzt ein Foto-Ding. Und da müssen wir jetzt ein Foto machen, Leute. Warum müssen wir da ein Foto machen? Weil wir das als Aufgabe anscheinend haben. Und ich glaube, ich weiß auch, was wir fotografieren sollen. Dieses wunderschöne Kreuz, das sieht ja unfassbar schön aus. Wow. Das fotografieren wir auch, so aus dem LKW raus. Wenn das geht. Ah, ne, geht nicht ganz. So geht es. So, jetzt muss ich gucken. Fotostudio, Fotomodus. Ich weiß sonst nicht, wie ich drauf komme, ne? Nur so als Hinweis. Für die, die sich jetzt fragen, warum zur Hölle macht er das so? Das Sankt Georg Kreuz. Kriegen sogar Infos, was es ist. Finde ich gut. So, warte. Vielleicht kriegen wir noch schön den LKW von uns drauf. So.
Ne, so. Trophäe fotografiert. Sehr gut. Screenshot aufgenommen. Ah, schön. Haben wir geschafft, Leute. Nice. Wow. Ey, ich hab keinen Unfall verursacht. Sag mal, ticken die nicht ganz richtig? Also, ich weiß nicht. Wir fahren da kurz zum Fragezeichen noch. Dann haben wir nämlich den LKW-Händler hier. Haben wir einmal den Renault-Händler entdeckt. Hinter uns ist gerade keiner. Dann nutzen wir die Chance aus. Wenden hier einmal. Hoppala. Das ist gut gegangen. Oh, perfekt. Komm. Oh, wei. Jetzt ist mein Lenkrad komplett schief. Jetzt stimmt hier gar nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Jetzt halte ich es komplett schräg. Also irgendwie ist die Kalibrierung nicht das Wahre. Ich weiß noch nicht warum, aber naja. Egal. Egal. Hauptsache unsere Lieferung kommt sauber an. Fast wäre sie ja nicht sauber angekommen. Ich muss schon sagen, sieht schick aus, ne? Oh. Hier würde ich auch gerne auf den Zug warten. Ich werde jetzt gleich im Stand einmal das Lenkrad ganz nach rechts und ganz nach links einschlagen, dass er zumindest weiß, wo hier die Anschlag-Endpunkte sind, weil ich vermute, da wird er in der Kalibrierung ein Problem haben und dann dürfte das Lenkrad richtig sein. Vermute ich. It's just a Vermutung. Was heißt Vermutung auf Englisch? The sinking ding, keine Ahnung. Egal. Guten Morgen! Sie hier zu finden, ist ja wohl grausam. So, wohin muss ich? Hinten links. Danke. Machet gut, Jung. Oh, das geht ja. Einmal stehen bleiben. Jetzt schlagen wir einmal komplett ein. Das Lenkrad auch weiß, wie weit es eigentlich geht. Tatsächlich. Wenn man es einmal komplett eingeschlagen hat, ist das Lenkrad picobello gerade. Naja, egal. Wer weiß, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Ein Stück. Sehr schön. Haben wir geschafft. So. Sind wir angekommen. Kohle kassieren. Ah, die ADR-Lizenz bringt uns nicht mehr Geld, aber mehr Erfahrungspunkte. Das ist gut zu wissen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.